Hallo und herzlich willkommen zu diesem Auswahlorakel. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du ganz neu auf meinem Kanal bist, freue ich mich, dass du den Weg hierher gefunden hast und wünsche dir gute Unterhaltung und wertvolle Erkenntnisse. Du kannst dir jetzt gleich ein oder auch mehrere dieser drei Stapel aussuchen. Und wir schauen, was hält der September für dich bereit, was erwartet dich im kommenden Monat oder im aktuellen Monat. Wir sind ja schon im September angekommen. Und zur Auswahl habe ich hier heute einen blauen Aschat, meine ich. Ein Tigerauge. Und einen Bergkristall. Schau mal, was dich ruft, was dich anspricht. Wenn du noch einen Moment Zeit zum Überlegen brauchst, drück gerne auf Stopp. Ansonsten fange ich jetzt an mit dem ersten Stapel. So, hallo an dich, wenn du dich für den ersten Stapel entschieden hast. Und wir schauen mal auf die Energien für dich für den September. Was wartet da auf dich? Und da zeigen sich schon mal die vier der Kelche, also eine eher gelangweilte Energie. Also es kann sein, dass der September für dich ja in einer gewissen Form langweilig wird oder du zumindest so keine Lust mehr hast. So, ne? Und vielleicht liegt es an den aktuellen Geschehnissen. Vielleicht gibt es also eben, ne, dass das Globale, was so passiert, das Politische, dass dich das in so eine Haltung bringt von ich habe keine Lust mehr, so ich möchte nicht mehr. Aber vielleicht auch etwas in deinem eigenen Leben wirklich konkret, ne? Dass da irgendwas ist, wo du sagst, oh, ne? Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, holt mich hier bitte ab, holt mich hier raus. Also so eine Energie kann sich da zeigen, vielleicht bist du schon in dieser Energie, ne? Und dann zieht sich das einfach noch ein bisschen. Also hier ist einfach Frust, ja, es ist ja einfach so eine Kein-Bock-Stimmung, die da gerade bei dir ist. Ich habe hier noch ein Schattenthema gezogen und da haben wir die Selbstsabotage. Ja, und es kann sein, dass diese Energie eben auch dafür sorgt, dass du dich im Prinzip damit auch so ein Stück weit eben selbst sabotierst, dass du dich quasi hier rein begibst in diese Energie. Also bei dieser Energie ist es auch so, wir sehen hier ja auch jemanden, eine Hand, die etwas reicht und die Person hier auf der Karte guckte aber gar nicht hin und hat auch eben, ne, hat keinen Blick mehr für Chancen und Möglichkeiten, sondern sie ist so ganz in dieser frustrierten Energie eben drinne und lässt sich halt so ein Stück weit gehen, ne? Also gibt sich so dieser Langeweile auch total hin und hat einfach, ne, ist nicht mehr offen für neue Chancen und Möglichkeiten und damit blockierst du dich ein Stück weit eben selbst, ne? Und ja, manövrierst dich vielleicht in so eine Opferhaltung von, ne, ich habe keinen Bock mehr, ich mag nicht mehr und ich gebe mich da jetzt so richtig rein und ich lasse mich jetzt einfach total hängen. So. Anstatt eben zu gucken, okay, wie kann ich jetzt hier rauskommen? So, wie kann ich jetzt das Beste an dieser Situation irgendwie finden oder wie kann ich die Chance jetzt hier drin erkennen, vielleicht für Wachstum oder für ganz neue Wege oder so. Also wie kann ich hier aus dieser destruktiven Energie wieder rausgehen, ne? Und das Leben reicht dir hier quasi eine Schale mit etwas Schönem, also reicht dir neue Möglichkeiten, neue Chancen, um dich da rauszuholen. Aber du müsstest dich eben dafür öffnen und dich nicht eben selbst damit sabotieren, dass du dich da so komplett hängen lässt. Ja, aus Liebe handeln kommt hier dann als lichtvoller Impuls dazu. Also schau eben, was kannst du tun, um aus Liebe zu handeln, um etwas aus der Liebe heraus zu tun. Vielleicht auch aus Liebe zu dir selbst, ne? Also bist du es dir selber wert, dich aus dieser Energie zu befreien, das Selbstsabotageprogramm eben hinter dir zu lassen und abzuschalten und eben ja, zu schauen, was gibt dir das Leben jetzt in der Situation, ne? Also, dass du eben nicht resignierst und aufgibst und ne, dich dahinter versteckst, sondern dass du eben wieder aufstehst. Also, dass du hier wirklich wieder aufstehst und guckst, okay, was kann ich jetzt in dieser Situation machen? So, wie kann ich jetzt das Beste aus den Möglichkeiten, die jetzt gerade da sind, machen? Und ja, was zeigt sich hier einfach für mich? Und wo ist das Geschenk in dieser Situation? Denn es gibt immer eins. Und dass du da wirklich aus Liebe zu dir selbst eben guckst, wie kannst du dich daraus befreien? Und dass du eben dieses Selbstsabotageprogramm loslässt.
So, was haben wir noch für dich? Vertraue deinem Gefühl. Also bei allem, was du tust, vertraue deinem Gefühl. Ne? Vielleicht sagt dir dein Gefühl schon, es ist nicht alles so schlecht, wie es scheint. Es muss hier etwas Gutes geben. Ne? Oder du hast schon ein Gefühl von, was für dich zu tun ist. Oder vielleicht hast du auch schon selber das Gefühl, dass du dich irgendwie selbst sabotierst oder selbst blockierst oder selbst zurückhältst oder was auch immer. Und dass es sich aber nicht so wirklich gut anfühlt, ne? Dann vertraue diesem Gefühl. Vielleicht geht es für dich auch darum, deiner eigenen Wahrheit zu vertrauen, ne? Dass du irgendwie ein Gefühl hast zu dem, was geschieht in deinem Leben oder in der ganzen Welt oder so. Vielleicht hast du ein Gefühl, wozu es gut ist oder was da läuft, was deine eigene Wahrheit ist. Also, ne, egal was, vertraue immer deinem Gefühl. Also jetzt in diesem Monat halt noch mehr als sonst so. Vertraue wirklich immer mehr dir selbst und komm da immer mehr wirklich in ein Selbstvertrauen, in deine eigene Wahrheit und in deine Intuition auch, ne? Also, dass du wirklich auf dein Innerstes, auf deine innere Weisheit mehr und mehr vertraust. Dann haben wir die Gabe der Intuition, ja. Also sehr, sehr passend dazu, ne? Also das ist genau das. Also du bist sehr intuitiv, du hast da eine Gabe von intuitivem Wissen und intuitiver Weisheit. Und die darfst du für dich nutzen und auf die darfst du vertrauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, ne? Dass du wirklich auch in Verbindung damit gehst, dass du in Verbindung mit deiner Intuition, mit deinem inneren Wissen gehst, dich damit verbindest. Und danach dann entsprechend handelst und wirklich darauf vertraust, dass die Impulse, die du bekommst, dass das richtig ist, ne? Dass das auf jeden Fall für dich richtig ist. Dann haben wir auch das innere Kind. Verbinde dich mit deinem inneren Kind, nutze die Kraft des Urvertrauens, nutze die Kraft, die in dir steckt. Also im September möchte sich hier wirklich durch dich ganz viel entfalten. Neue Fähigkeiten eben sich auch entwickeln und vielleicht eben auch aus dieser Situation heraus, das, was dir das Universum quasi schenken möchte, dass sich neues Potenzial in dir entfaltet. Und vielleicht ist diese Energie, in der du gerade bist, wo alles so, ja, vielleicht ein Stück weit niedergeschlagen oder einfach langweilig ist, vielleicht passiert auch einfach zu wenig, ne, für deinen Geschmack so. Vielleicht ist es dir auch wirklich langweilig. Das kann manchmal dann der Moment sein, einfach bevor es wieder so richtig losgeht, ne? Also, dass jetzt vielleicht in deinem Leben etwas ruhiger, etwas langweiliger ist, weil sich in dir ganz viel tut und ganz viel verändert und ganz viel erblühen möchte. Und dann geht es vielleicht so richtig ja, her und dann brauchst du eben neue Kraft und darum könnte es eben jetzt etwas ruhiger sein. Und verbinde dich also auch ruhig mit deinem inneren Kind. Schau, was dir Freude macht, was dein inneres Kind braucht, um glücklich zu sein. Ja, und vertraue dir selbst, vertraue dem Leben so, ne? Also schau, dass du ja einfach Vertrauen wirklich in das Leben findest und auch eben erkennst, wie gesagt, in der Situation, dass auch etwas Gutes darin steckt, ne? Und dass es jetzt nicht ist, um dich zu ärgern oder so, sondern dass da ein Geschenk ist. Und es wird dir ja gereicht und du musst es nur erkennen eben, ne? Also vertraue und öffne dich dem Geschenk des Lebens. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Promise of the Future. Ja, also es wartet eine lichtvolle, goldene Zukunft auf dich und du kannst es vielleicht schon spüren, du kannst es vielleicht schon erahnen. Ja, da wartet etwas auf dich, etwas Größeres, also eine Veränderung, etwas Schönes eben. Das, was dir hier schon gereicht wird, wird hierin quasi resultieren in einer, ja, für dich einfach goldenen, positiven, optimistischen, freudvollen Zukunft. Genau, und dafür ist es aber eben wichtig, dass du deine Selbstsabotageprogramme hinter dir lässt und eben mehr in dein Gefühl gehst, in deine Intuition, ja, dich vielleicht auch um das innere Kind kümmerst, hier eine Verbindung einfach aufbaust, wirklich zu dem, was ist in dir, ne? Die Liebe, die Intuition, die Gefühle in dir, dass du dich damit verbindest und darauf vertraust und ja, daraus irgendetwas Schönes machst und ja, einfach wirklich auch auf das Geschenk in der Situation vertraust. Also ja, ein sehr, sehr schöner September für dich, wenn du dich eben öffnest. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall einen
sehr schönen, erfolgreichen, erkenntnisreichen September und dass du da in deine Kraft, in dein Potenzial kommst und die Selbstsabotageprogramme hinter dir lassen kannst und dann auf in eine neue goldene Zukunft gehst. Ja, also soweit deine Botschaften. Wenn du noch irgendwie persönliche Unterstützung gebrauchen kannst, kannst du gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Da gibt es persönliche Readings oder Online-Kurse oder Edelsteinschmuck. Also du findest bestimmt etwas, wenn du dort stöbern möchtest. Ja, und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit und hoffe, du schaltest in eins der nächsten Videos mal wieder rein. Also wenn du jetzt abschaltest, dann alles Liebe und ich mache jetzt weiter mit dem zweiten Stapel. Hallo an dich, wenn du dich für den zweiten Stapel entschieden hast und wir schauen mal, welche Energien der September für dich bereithält. Was wartet da auf dich? Und da haben wir die sieben Kelche. Und das ist so eine Energie von, ja, ich kann mich nicht entscheiden, es gibt zu viele Möglichkeiten, so was soll ich nur machen? Und das, ja, wartet also im September auf dich, dass du eine Entscheidung treffen musst, ne? Und dass du schauen musst, so was ist gut für dich, was ist nicht so gut für dich. Also wir sehen hier quasi verschiedene, ja, Töpfe oder was das sind, Schalen. Und nicht überall ist wirklich was Schönes drin, ne? Und man muss hier dann wirklich auf sein Gefühl vielleicht hören, auf seine Intuition, so was ist jetzt wirklich mein nächster Schritt, was sollte ich wählen, ja, was brauche ich und ja, was tut mir gut. Und dass du dort ja eine Entscheidung treffen musst. Manchmal ist es besser, irgendeine Entscheidung zu treffen als gar keine. Also wenn du vielleicht schon länger hin und her überlegst, was zu tun ist oder welche Möglichkeit du wählen sollst, dann ist es manchmal besser, wirklich einfach zu sagen, so ich mache jetzt einfach das und gucke, was passiert. Und wenn es das dann nicht war, dann guckt man eben weiter. Aber Hauptsache, man kommt überhaupt erstmal wieder voran und man kommt in Bewegung und es tut sich was, ne? Also weil wenn man immer verharrt in dieser, in dem Zögern und in dem, ich weiß nicht, was ich machen soll und dann mache ich lieber gar nichts. So, es kann manchmal auch gut sein, aber man muss eben schauen, so, ne? Wenn einen das dann wirklich zurückhält und nichts mehr vorangeht, dann ist es besser, wirklich mal irgendeine Entscheidung zu treffen und einfach mal loszulegen und dann eben zu gucken, was sich unterwegs ergibt. Dann habe ich ein Schattenthema gezogen. Die Angst vor Ablehnung wird sich im September bei dir verstärkt zeigen oder das Thema kann hier noch mal hochkommen. Also da, ja, darfst du schauen, eben wenn die Angst vor Ablehnung wieder hochkommt, ne, dass du das nicht wegdrückst, sondern dass das dann hochkommt, um erkannt zu werden und um auch wieder ein Stück mehr losgelassen zu werden. Also wenn Ablehnungsängste eben in dir kommen, wenn sich das zeigt, dann schau dir das an, dann sei mit diesem Gefühl, lass das eben durch dich durchfließen, so was macht das mit dir, ne? Wie fühlt sich diese Angst an? Kommt da Traurigkeit hoch, kommt da Verzweiflung hoch, kommt da Scham hoch, vielleicht Schuldgefühle, was auch immer, so dass du dir das wirklich anschaust, wovor hast du wirklich Angst? Ja, in welcher Situation zeigt sich das? Wo kommt das vielleicht her aus der Kindheit? Oder ne, welche Erinnerungen kommen da vielleicht hoch? Dass du dir vielleicht auch Sachen dazu aufschreibst, wenn das kommt, dass du das halt wirklich nicht ignorierst, sondern es da sein lässt und es einmal durch dich fließen darf, damit es dann auch endgültig gehen darf. Ne? Also die Sachen bleiben ja nur oder verschlimmern sich, wenn wir es eben wegdrücken und wenn wir das eben nicht haben wollen und so. Aber letztendlich wollen alle Gefühle einfach nur einmal durch dich durchfließen, einmal gefühlt werden, einmal gesehen und erkannt werden und dann darf es auch schon wieder gehen. Also von daher lass es einfach durch dich durchfließen. Dann habe ich hier noch einen lichtvollen Impuls, der innere Guru. Und ja, der sagt dir, du brauchst quasi nichts im Außen, also du brauchst keinen Meister oder Guru von außen, der dir irgendwie sagt, was für dich richtig ist oder was zu tun ist oder was du brauchst, sondern du spürst das in dir, ne? Also du weißt in dir, was ist gut für dich, was brauchst du, was ist auch deine eigene Wahrheit. Wie möchtest du auf die Welt schauen, wie möchtest du auf dich schauen oder ne, was ist für dich einfach richtig?
Und dass du da eben dir nicht von außen irgendwie sagen lässt, was du zu tun hast oder was du brauchst oder was dich gesund macht oder ne, was das Richtige in deiner Situation ist, sondern dass du in diesem Monat auch immer mehr darauf vertraust, dass du die Antworten hast, ne, dass du die Antworten in dir trägst und dass du darauf vertrauen darfst und dass du dir natürlich Unterstützung im Außen holen darfst und du darfst andere um Rat fragen, natürlich. Das hilft auch, aber dass du eben nicht, wenn du dann in dir merkst, nee, ich gehe damit irgendwie nicht in Resonanz, sodass du dann eben nicht tust, was dir jemand anders sagt, weil, ne, weil du denkst, naja, der kennt sich ja aus, so, ne, das ist ja ein Profi, der wird ja wissen, wovon er spricht. Und wenn der jetzt sagt, das ist gut für mich, dann mache ich das jetzt. Aber in dir spürst du vielleicht, aber irgendwie, es fühlt sich für mich aber gar nicht gut an oder ich will das irgendwie gar nicht machen. So, dann vertrau darauf. Ne? Also wenn dir jemand im Außen einen Rat gibt, mit dem du in Resonanz gehst und wo du spürst, ja, ne, mein Innerstes sagt mir auch, dass das gut für mich ist, dann mach das eben. Aber tu ihm nichts, nur deshalb, weil jemand anders das gesagt hat und weil du denkst, so, der andere muss das ja besser wissen als du selbst, sondern hör wirklich immer auf dein eigenes Gefühl. Dann haben wir noch die Hüterin der Tiere. Ja, du bist jemand, der ganz, ganz wertvoll für die Tiere ist und für dich sind auch die Tiere sehr, sehr wertvoll. Also kann es dich sehr unterstützen, eben Zeit mit Tieren zu verbringen, dich mit Tieren zu beschäftigen, in irgendeiner Weise auch dafür da zu sein, den Tieren zu helfen, also Tiere zu beschützen auch. Also vielleicht engagierst du dich auch auf irgendeine Art und Weise für den Tierschutz. Vielleicht ist Tierkommunikation auch ein Thema, also dass du in irgendeiner Weise hier bist, also auch deine Seele eben als Aufgabe mitgebracht hat, sich um die Tiere in irgendeiner Weise zu kümmern und ihnen irgendwie Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. Denn Tiere haben ja zum Beispiel keine eigene Stimme. Vielleicht bist du da, um ihnen eine Stimme zu geben oder ne, um sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen. Und vielleicht weißt du das eben schon und tust schon was in der Richtung, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Vielleicht ne, überlegst du aber auch nur, ob das was sein könnte, dann ist das jetzt auf jeden Fall ein Hinweis, eine Botschaft, ja, dass es richtig ist, in diese Richtung zu forschen und irgendetwas in dieser Richtung eben zu machen. Dann haben wir, achte auf deine Energie. Ja, also genau, achte darauf, wo geht deine Energie hin? Worauf richtest du deine Energie? Richtest du deine Energie und Aufmerksamkeit auf Dinge, die dir gut tun, die dich fördern, die dich unterstützen, die dir auch wieder neue Energie geben? Oder geht deine Energie auch flöten so, ne? Verschwendest du sie auch irgendwie für Sachen, die dir eben gar nicht dienen, die dir keine Freude machen, die dich nur stressen oder so, ne? Sondern also achte wirklich darauf, so wo richtest du deine Energie hin und wie fühlst du dich damit? Ne? Also schau, dass du wirklich deine Energie bei dir behältst, dass du sie nur dorthin gibst, wo es sich quasi lohnt. Also insofern, dass du auch wieder was dafür zurückbekommst, also dass du nicht ausgelaugt wirst. Ne? Also wenn du dich viel mit Menschen oder umgibst oder an Orten aufhältst, wo du merkst, danach bist du einfach müde und K.O. oder es kostet dich einfach sehr viel Kraft und es stresst dich. So, das solltest du dann nach Möglichkeit meiden und dich mehr damit umgeben oder damit beschäftigen, deine Zeit mehr damit verbringen, mit Dingen, die dir eben Energie geben, die dich aufbauen und die dich erheitern und die dir Freude machen einfach, ne? Oder eben auch, wenn du merkst, du verlierst irgendwo ganz viel Energie, dass du dafür sorgst, dein Energielevel wieder aufzubauen, ne? Also wenn du vielleicht einen sehr stressigen Job hast, dass du wirklich dafür sorgst, einen Ausgleich zu haben und dir genug Erholung dann auf der anderen Seite zu gönnen, dass deine Energiereserven auch immer wieder aufgetankt werden, ne? Aber nach Möglichkeit eben auch eher ein Leben kreieren, das dir gar nicht viel Energie zieht, sondern dir eher Energie gibt, so, ne? Genau. Dann kommt die Blume des Lebens. Erkenne den übergeordneten Sinn, der in allem steckt und oft das wichtige Verbindungsglied zum großen Ganzen darstellt. Also der September ein schöner Monat für dich, um wirklich
hohe Erkenntnisse zu gewinnen über das Leben und über die ganzen Verbindungen, die es im Leben gibt. Und ja, wie wichtig vielleicht du auch als Verbindungsglied im großen Ganzen bist. Also ein erkenntnisreicher Monat wartet da auf dich und dass du vielleicht die Dinge auch aus einer übergeordneten Perspektive betrachten kannst und somit einen ganz anderen Blick auf das Weltgeschehen oder auch auf dein eigenes Leben dadurch ziehen kannst. Ja, und das ist sehr, sehr wertvoll und wird dir sehr dienlich sein, so, ne, wenn du alles aus der höheren Perspektive betrachten kannst und wenn du da neue Schlüsse und Erkenntnisse ziehen kannst und wirklich siehst, wie alles so ineinander greift und wo es vielleicht am Ende auch hinführen soll und dass alles einen höheren Sinn eben hat, ne? Und ja, das kann sehr, sehr schön sein. Und zu guter Letzt haben wir hier Prosperity, den Wohlstand. Also der September scheint hier sehr, sehr schöne Früchte für dich bereitzuhalten und Wohlstand, der auf dich wartet. Also wenn du dich dafür öffnest, bringt dir der September hier ja sehr, sehr eine sehr, sehr schöne Energie. Also was dann zeigt, du wirst quasi hier die richtige Entscheidung treffen und dich für das Richtige entscheiden, für etwas, was dir auf jeden Fall gute Energie bringt und wodurch du dann eben auch etwas Schönes anziehen wirst, ne? Fülle, Reichtum, Wohlstand, also innerlich vielleicht sowie äußerlich. Also hier gibt es auf jeden Fall eine schöne Überraschung für dich. Ja, kann ein herausfordernder Monat werden, natürlich, wenn die Angst vor Ablehnung da hochkommt, ne? Das ist ja eine sehr unangenehme Angst, so wie alle Ängste, aber Angst vor Ablehnung, also wenn man damit konfrontiert wird, ne? Das kann sehr herausfordernd sein, aber wie gesagt, drückt es nicht weg, sondern lass es einmal durch dich durchfließen. Genau, und du wirst ja hier auch Erkenntnisse gewinnen, vielleicht auch in Bezug auf das Thema, ne? Dass du da eben die Wahrheit hinter dieser Angst erkennst eben und die ganzen Punkte, die das eben verbinden, so, ne? In deinem Leben und wie das dazu kam oder so, also das wird auf jeden Fall sehr wertvoll sein. Also vielleicht kannst du das auch dann in dem Moment auch transformieren. Und dann entsteht hier natürlich auch so innerer, ne, innere Freude oder Wohlstand eben, der sich dann auch wiederum im Außen zeigen wird. Vielleicht erkennst du auch einfach die Fülle und den Reichtum, den das Leben dir schon geschenkt hat oder bietet, ne? Du erkennst vielleicht auch schon alles, was du hast. Und dadurch erkennst du immer mehr und dann ja, entsteht dadurch einfach auch Reichtum dann, wenn du erkennst, was alles schon da ist und wie viel Fülle das Leben einfach für dich bereithält. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall einen kraftvollen, erkenntnisreichen September. Und wenn du da irgendwie noch persönliche Unterstützung gebrauchen kannst, dann schau gern auf meiner Webseite vorbei. Da findest du Readings, Online-Kurse oder auch Edelsteinschmuck, der dich energetisch unterstützen kann. Genau, und dann wünsche ich dir eine schöne Zeit, wenn du jetzt abschaltest und ich mache jetzt weiter mit dem dritten Stapel. Hallo an dich, wenn du dich für den dritten Stapel entschieden hast und wir schauen bei dir, was hält der September für dich bereit, worum wird es da gehen? Und da haben wir den Narren, also schon mal eine große Arcana-Karte und somit kann es ein sehr wichtiger Monat für dich werden mit etwas intensiveren Themen für dich. Und mit dem Narren geht es ja um einen Neuanfang, ne? Also hier kann der Sprung ins kalte Wasser quasi auf dich warten, also dass du irgendeinen mutigen Sprung wagen wirst und dabei voller Vertrauen sein darfst. Ne? Also mit der Karte geht es auch um Urvertrauen, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen, sich dem Leben hinzugeben, sich fallen zu lassen, einfach zu schauen, was kommt und hier auch mutig dem eigenen Herzen zu folgen. Ne? Also eine sehr schöne Energie für einen positiven Neuanfang. Ich habe hier auch ein Schattenthema gezogen und da kommt das Thema Kontrolle, was sehr gut zum Narren passt. Hier als Schattenthema geht es nämlich darum, die Kontrolle natürlich loszulassen, ne? Also du hast im Prinzip einfach keine Kontrolle darüber, was geschieht, so was letztendlich sich in deinem Leben zeigt. Und darum gilt es hier wirklich in die Energie des Narren zu gehen und sich vertrauensvoll einfach hinzugeben, ne? Und sich fallen zu lassen, mit dem Leben mitzufließen und hier wirklich die Kontrolle
aufzugeben. Also der Narr kontrolliert nichts, sondern der nimmt quasi, was kommt und macht immer das Beste daraus. Er guckt nach den Möglichkeiten, die er hat. Er nutzt die Chancen, die sich zeigen, auf die er irgendwie Lust hat und folgt seinem Herzen, folgt der Freude und ja, eben selbst wenn irgendwas schiefläuft oder so, er würde immer das Gute finden, ne? Und würde immer schauen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, was kann ich dann stattdessen tun? Welche Möglichkeiten bieten sich mir jetzt? Und er hält eben nicht irgendwie fest an den Dingen oder an Plänen oder so, sondern schaut immer spontan, also um Spontanität geht es eben auch, guckt immer spontan so, was zeigt sich jetzt, was kann ich jetzt tun, so, ne, was liegt jetzt gerade vor mir und was kann ich damit machen, so. Und darum geht es eben für dich auch, dass du hier wirklich im September immer mehr lernst, auch Kontrolle abzugeben, loszulassen. Und einfach zu schauen, ne, was hält das Leben jetzt gerade für mich bereit, was kann ich damit anfangen und was kann ich daraus machen. Dann als lichtvollen Impuls haben wir Kraft durch Klarheit. Ne? Also klar, je klarer du weißt, was du möchtest, umso kraftvollere Entscheidungen kannst du treffen und umso kraftvoller kannst du quasi durchs Leben gehen. Also du wirst hier im September auch neue Klarheit finden über deinen Weg, über das, was zu tun ist, die nächsten Schritte vielleicht, das, was du dir wünschst, was du möchtest, was du vom Leben erwartest oder was du dir vom Leben wünschst. Und je klarer da deine innere Ausrichtung ist auf das, was du gerne haben möchtest, umso mehr kannst du das dann letztendlich auch im Außen kreieren. So. Genau, also sehr schön und sehr kraftvoll wird es dann für dich. Erlaube dir, dich zu entfalten. Ja, also im September möchte sich hier ganz viel Potenzial entfalten in dir. Da möchte was wachsen, gedeihen, erblühen. Versteckte Fähigkeiten wollen endlich raus ans Licht. Also öffne dich dafür, dass in dir noch ganz viel Potenzial verborgen liegt. Und es hat vielleicht hier dann auch mit dem Sprung ins kalte Wasser zu tun, ne? Dass du da wirklich etwas Neues wagst, etwas Neues ausprobierst. Und dann eben auch erkennst, was du eigentlich kannst und was alles in dir steckt. Dann haben wir hier noch die Hüterin des Wissens. Das heißt, du bist hier jemand auch, der viel inneres Wissen, sehr viel Weisheit in sich trägt und somit auch hier ist, um dieses Wissen rauszubringen, um dieses Wissen zu teilen, ne? Also im September kann es eben sein, dass das auch die Fähigkeit ist, die sich in dir entfalten möchte, dass da altes Wissen hochkommt oder dass du eben einfach erkennst, dass du jemand bist, der Wissen an andere weitergeben kann oder der einfach wertvolles Wissen in sich trägt, was raus möchte, was geteilt werden möchte, ne? Und vielleicht ist es noch so oder war es bis jetzt so, dass du gedacht hast, naja, was habe ich schon zu geben, so, ne? Was weiß ich denn schon, was kann ich denn anderen schon erzählen? Aber hier ganz klar die Botschaft, du bist voller Wissen, steckst voller Weisheit und dieses Wissen möchte auch raus, möchte geteilt werden und du hast sehr wohl anderen etwas mitzuteilen und etwas zu geben. Und das ist sehr wertvoll, dass du da bist und dass dieses Wissen jetzt raus darf. Und dann haben wir hier noch Jesus. Wow. Erkenne meine und somit auch deine Schöpferkraft, denn wir sind alle Gottes Kinder und aus seiner Liebe geboren. Also Jesus-Energie kommt hier auch zu dir. Im September und ja, schenkt dir ganz viel Liebeskraft im Prinzip. Also auch, ja, Jesus hatte ja auch im Prinzip sehr starke heilerische Fähigkeiten und vielleicht bekommst du auch davon eben etwas ab, aber du darfst eben vor allen Dingen auch erkennen, ja, dass du ein Teil des Göttlichen einfach bist, ne? Dass du eben auch ein Kind der Schöpfung bist und somit auch unendlich kraftvoll und machtvoll und sehr, sehr viel Potenzial in dir trägst und mit dieser Jesus-Energie auch sehr viel Heilerpotenzial auch hast, einfach, ne? Was in dir steckt und was du zum höchsten Wohle aller jetzt auch rausbringen darfst, was sich entfalten darf, ne? Und vielleicht hast du auch einfach heilerisches Wissen in dir eben, mit dem du ganz viel in der Welt bewirken kannst. Und zu guter Letzt
Beginningsjahr. Also das passt auch noch mal einfach zu dem Narren, ne? Also der September wird für dich wirklich ein Monat des Neuanfangs werden. Hier wartet ein Neubeginn. Es möchte sich wirklich was Neues hier entwickeln und zeigen. Und ja, sei dann einfach mutig, sei bereit zu springen, etwas Neues zu wagen und wisse, dass dieser Neubeginn wichtig ist und dass er jetzt ansteht. Und dass du die Kontrolle darüber aufgibst, was das mit sich bringt und was es am Ende, wohin es führt quasi, sondern geh Schritt für Schritt und lass dich darauf ein, denn es ist zu deinem Besten und zu deinem und zum höchsten Wohle aller im Prinzip. Also ja, sehr, sehr schön. Also lass dich auf den Neubeginn ein. In diesem Sinne sind das deine Aussichten auf den September. Da wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderschöne, kraftvolle und erkenntnisreiche Zeit und dass du hier in dein Potenzial kommst und ja, den Neubeginn einfach wagst und dich fallen lässt, vertrauensvoll dem Leben hingibst. Ja, in diesem Sinne alles Liebe und wenn du noch persönliche Unterstützung gebrauchen kannst, schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Da findest du Readings, Online-Kurse oder auch Edelsteinschmuck, der dich energetisch unterstützen kann. Ja, und dann freue ich mich, wenn du in eins der nächsten Videos wieder reinschaltest und wünsche dir alles Liebe. Bis dahin.